So, meine Damen und Herren, dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 2, Bericht des Oberbürgermeisters. Meine sehr geehrten Stadträtinnen und Stadträte, meine Damen und Herren, in der vergangenen Sondersitzung habe ich auf den Tagesordnungspunkt Bericht des Oberbürgermeisters aus Zeitgründen verzichtet. War ja auch eine Sondersitzung gewesen. Gestatten Sie mir, auch wenn es nun schon einige Tage zurückliegt, diesen Bericht in einem wichtigen Punkt mal nachzuholen. Wie Sie ja alle entsprechend in der Veröffentlichung mitbekommen haben, hat das taiwanesische Unternehmen TSMC, wie in allen eben wie gesagt öffentlich bekannt, entschieden, sich in Dresden anzusiedeln und eine neue Fertigungsfabrik zu errichten. TSMC ist der weltweit größte Produzent von Halbleitern, noch vor Intel oder Samsung. Mit einer Investitionssumme von rund 10 Milliarden Euro wird das Unternehmen voraussichtlich 2000 Arbeitsplätze schaffen. Diese Ansiedlung ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen von Freistaat und Stadt. Ich bin sehr dankbar, dass die Europäische Union und die Bundesregierung sich dazu entschlossen haben, den internationalen Wettbewerb um Standorte in der Chipindustrie anzunehmen und zu unterstützen. Die Stadt Dresden wird ihre Position als führender Halbleiterstandort in Europa und als einer der wichtigsten Standorte weltweit weiter festigen. Ein Fakt, um den uns zahlreiche Städte in Europa beneiden. Fakt ist aber auch, dass wir als Stadtverwaltung nun mit Hochdruck an der Realisierung arbeiten müssen. Dies umfasst zwei Schwerpunkte. Zum einen werden wir in enger Abstimmung mit den Behörden des Freistaates und städtischen Unternehmen die Fragen von Baurecht, sichere Fähr- und Entsorgung sowie der sonstigen Infrastruktur klären. Hier laufen bereits seit Monaten intensiv und sehr erfolgreich die Vorbereitungen. Ein Grund, warum TSMC sich für Dresden entschieden hat. Zum anderen werden wir uns sehr intensiv mit der gesamten Dresdner Norden und den umliegenden Gemeinden beschäftigen. 2000 neue Arbeitsplätze, dazu die entsprechenden Beschäftigten in der Zulieferindustrie und in Dienstleistungsunternehmen, sind auch eine Herausforderung für den Wohnungsmarkt, die Kapazitäten in Schulen und Kitas, bei der Gewinnung von Fachkräften sowie in der Verkehrsinfrastruktur. Im nächsten Schritt wird der Freistaat und das Unternehmen eine Projektstruktur abstimmen, in der alle diese Themenkomplexe abgebildet werden. Die Stadt Dresden und ihre Unternehmen werden hier aktiv eingebunden sein und auf allen Ebenen mitwirken. Gleichzeitig werden wir innerhalb der Stadtverwaltung gleichermaßen eine Projektstruktur spiegeln, um unsere Abläufe so effektiv wie möglich zu gestalten. Mit Herrn Pratzka bin ich mir einig, dass wir Sie als Stadträte und Stadträte über den Ausschuss für Wirtschaftsförderung aktiv informieren und einbeziehen, so wie es bei den vergangenen Ansiedlungen bereits getan wurde. Wenn es von Ihrer Seite Fragen oder Hinweise zu dieser Ansiedlung gibt, kommen Sie auf uns zu und lassen Sie uns bestmögliche Lösungen finden. Vielen Dank. Soweit zum Bericht des Oberbürgermeisters. Jetzt kommen wir zu den Bekanntgabe nicht öffentlicher Beschlüsse im Tagesordnungspunkt 3. Da wir in der Sondersitzung keine gefasst haben, gibt es keine bekannt zu geben.